Yo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen jetzt zum neuen CSGO Video und heute gibt es mal wieder ein Skin Ranking. Nämlich habe ich mir heute mal wieder ein paar billige Skins auf dem Steam-Markt ausgesucht. Ja, das ist sozusagen der zweite Teil von dem besten billigen Skins Video, das vor 2 Wochen war es, glaube ich, ungefähr rausgekommen ist. Ich habe ein bisschen Kommentare reingeschaut, ich habe ein bisschen auf dem Markt recherchiert und ja, ich habe jetzt insgesamt 6 neue Items rausgesucht, die meiner Meinung nach in diese Preiskategorie sehr gut reinpassen, die gut aussehen und sozusagen auch billig sind. Jeder Skin kostet unter 5 Euro und ja, ich würde sagen, jetzt geht's eigentlich gleich mit dem Ranking los. Davor will ich aber noch ganz kurz dem Devilmew danken. Der hat mir nämlich gestern noch in der letzten Minute des Streams ein Get auf Doppler reinunited. Da waren schon alle weg. Ich hatte schon dieses, Stream ist zu Ende Overlay drin. Und dann hat er mir geschrieben, ich soll in die Trader was reinschauen. Dann ist komplett verloren gegangen. Dankeschön an dich. Und jetzt geht's aber los mit dem Ranking. So, der erste Skin ist die AKK Talent Field Tested. Und ja, da muss ich sagen, dieses Skin wurde von der Community in den Kommentaren des letzten Videos sehr oft genannt. Ich glaube, es war der meistgenannteste Skin. Da dachte ich, komm, ja, da mache ich den natürlich rein. Ja, ne, die AK-Kartell ist natürlich ein bisschen wie eine Vanille-AK, aber hat eben hier diese Eingravierungen und sowas. Sie muss einem gefallen. Ich muss sagen, ich persönlich bin nicht der allergrößte Fan. Ich spiele um einiges lieber zum Beispiel Fuel Injector, Bloodsport, whatever. Aber das ist natürlich wieder komplett andere Preisklassen. Und für die Preisklasse, die AK kostet um die 2 Euro, vielleicht ein bisschen mehr. Kommt natürlich auch auf die Float an. Ist das natürlich ein wirklich cooler Skin. Ja, und hier oben zum Beispiel mit diesem Drachen, mit dieser Schlange, mit den Totenköpfen und sowas, dann sieht er schon cool aus. Vor allem, wenn er dann vielleicht nur bei der Grafik-Settings den einen oder anderen Hebel noch zieht. Und ja, 2 Euro kann man nicht meckern, kann man mal ausprobieren. Wenn es einem nicht gefällt, dann verkauft man es wieder und tradet es weiter, macht man keinen großen Verlust. Und ja, ich würde sagen, die AK-Kartell auf sozusagen dem 6. Platz. So, auf Platz 5 habe ich die 5-7 Monkey Business Field Tested, ein Skin der Chroma 2 Kollektion. Ist schon ein bisschen länger im Spiel. Und ja, ich habe ja bei dem letzten besten billigen Skins Video eine andere 5-7 vorgestellt. Da habe ich ja auch gesagt, okay, es gibt zwar noch andere 5-7s, habe aber nicht die Monkey Business dabei genannt. Und deswegen wollte ich die jetzt unbedingt auch in dieses Video reinbringen. Die 5-7 ist eine der meistgespieltesten Pistolen, würde ich jetzt mal sagen, mit dem USB-Glock und ja, der Deagle und vielleicht die Tech-9. Okay, ja, aber die 5-7 kommt auch immer zum Einsatz. Zum Beispiel eine Eco, zum Beispiel einem Force Buy oder zum Beispiel, wenn man auch eine Orb spielt oder ein bisschen mehr Geld auf der Bank hat, kann man ruhig mal eine zweite Pistole, eine neue Pistole kaufen. Das ist dann meistens eben die 5-7 oder die P250. Und ja, dafür bräuchte man dann vielleicht auch einen ordentlichen Skin. Und deswegen habe ich hier die 5-7 Monkey Business mit eingebracht. Ja, der Skin kostet auch nicht die Welt. Kostet ungefähr zwischen 1 Euro und 1,20 Euro. Könnt, wenn ihr jetzt nicht die vollen 1,20 Euro ausgeben wollt, einfach einen Kaufvertrag stellen, dann bekommt ihr sie vielleicht noch ein bisschen billiger oder ja, bei OP Skins schauen oder whatever. Aber ja, die 5-7 Monkey Business auf Platz 5 auf jeden Fall berechtigt und wirklich sehr billig für das, was sie eigentlich bringt vom Aussehen her, weil der Skin sieht wirklich ja, ganz fresh aus. In meinem letzten billigen Skins Video habe ich ja die AWP Phobos aufgebracht und habe gesagt, die Phobos ist eigentlich ein richtig cooler Skin, ja, und ich mag die Wurmgott nicht und so weiter und so fort, habe ich da schon alles erzählt und dann haben ein paar Leute in den Kommentaren geschrieben, yo Mark, aber die Sun & Leo ist eigentlich auch ein cooler Skin und dem stimme ich vollkommen zu, ja, Sun & Leo hier, Skin der Gods & Monster Kollektion ist ein Operation Skin, das heißt, sobald die neue Operation rauskommt, ist der Skin auch noch billiger. Schreibt es in den Kommentaren, ich weiß nicht, wann die neue Operation rauskommt. Das Skin kostet derzeit ganz genau 4,30 Euro auf dem Markt und ist auf jeden Fall sick. Ich würde bei diesem Skin, wenn ihr den aber kauft, euch einen Tipp geben. Und zwar würde ich euch empfehlen, vielleicht noch ein Sticker drauf zu kleben, dann ist die Scope hier nicht so nackt. Ja, das sieht meiner Meinung nach nicht so extrem cool aus, wenn hier alles so wunderschön blau ist und die Scope einfach, ja, Vanilla ist. Deswegen würde ich empfehlen, vielleicht ein blaues Sticker. Was würde denn da passen? Vielleicht ein Cloud9 Sticker würde da gut drauf passen. Oder so ein Liquid Sticker. Könnt ihr mal sehen. Am besten wäre natürlich ein Folo, Foil. Ich wollte gerade Foil und Holo zusammen sagen. Ein Folo. Ein Foil oder ein Holo Sticker wäre natürlich auch ziemlich sick. Und dann ist es wirklich mega nice Skin für unter 5 Euro. So, als nächstes habe ich die M41S Flashback in Minimal Wear. Ein Skin, der noch nicht so lang drin ist. Ist durch die Handschuhkollektion reingekommen. Glove-Kollektion, wie auch immer ihr sie aussprechen wollt. Ja, das Skin kostet derzeit 2,80 Euro bis 3 Euro auf dem Markt in Minimal Wear, wie schon gesagt. Und ich weiß, es gibt sehr viele Leute, die mögen den Skin überhaupt nicht. Persönlich mag den Skin wirklich mega und ich habe mir gedacht, komm, für 2, 3 Euro passt der Skin. Ja, wenn ihr nicht so viel Geld ausgeben wollt, viel testen ist natürlich auch eine Option. Da seht ihr vielleicht auch noch,
ja, teilweise ein bisschen cooler aus, wenn man es mag, wenn die so ein bisschen noch abgenutzt ist. Es passt ja hier insgesamt zu diesem Genre, die die M4 hier verkörpert. Und sie gefällt mir. Es gibt bestimmt ein paar Leute in den Kommentaren, die das nicht gefallen wird, ja. Es ist eine Geschmackssache, aber genauso ist zum Beispiel eine AWP Sunny Leo oder eine AK Kartell Geschmackssache. Und ich habe es jetzt einfach mal mit reingebracht, weil man sollte schon solche M41S Skins, die meiner Meinung nach wirklich ein cooles Design haben, für unter 3 Euro teilweise wirklich auf jeden Fall in dieses Video, in dieses Ranking mit einbringen. So, und wir nähern uns jetzt noch der Zielgerade. Die nächsten beiden Skins sind Pistols, kann ich jetzt schon mal ein bisschen spoilern. Der nächste Skin ist die Tech9 Avalanche. Und ja, ne? Die Avalanche ist schon ein bisschen länger im Game, ist auch damals mein persönlicher Favorit bei der Tech9 gewesen, weil, ja, was gibt es denn sonst andere Tech9s? Es gibt eben solche ein paar Grease-Skins, dann gibt es eben diese Red Quartz und lauter so Zeugs, was meiner Meinung nach nicht so, ja, der Wahnsinn ist. Und dann kam die Avalanche rein, ich dachte mir, yo, das ist der geilste Skin, der jemals für die Tech9 entworfen wurde. Da kam eben noch die Fuel Injector rein und so weiter und so fort. Aber ist auf jeden Fall immer noch, ja, vielleicht mit der Fuel Injector so der beste Skin auf jeden Fall für die Preisklasse. Da kommt natürlich noch eine Nuclear Threat. Die könnte man auch noch mit einbringen bei der Tech9. Aber ich sage jetzt mal in der Preisklasse unter 5 Euro. Ja, wir wollen ja human sein. Es ist immer noch ein Pistol-Skin und kein Main-Rifle-Skin und kein AWP-Skin, whatever. Ja, passt es auf jeden Fall sehr gut. Der Skin kostet immer nur 1,80 Euro. Wenn ihr ein bisschen Geld sparen wollt und vielleicht ein paar Kratzer in Kauf nehmt, dann könnt ihr die auch in viel Tesse kaufen. Spart ihr noch ein bisschen Geld. Wie gesagt, es ist ja eigentlich nur sozusagen eine Tech9. Wenn man jetzt ein 15 € Inventory erstellen will, muss man jetzt nicht 2 Euro für die Tech9 ausgeben. Deswegen will ich jetzt einfach mal sagen: Tech9 Avalanche. Ja, und ich glaube, damit kann man nichts falsch machen, Leute. Das ist wirklich ein mega geiles Skin vom Design her. Und ja, auf Platz 1 habe ich die Desert Eagle Oxide Place. Ja, dieser Skin ist ja fast schon brandneu sozusagen. Ist der neueste Deagle-Skin in-game aus der Spectrum Case. Blue Skin, verstehe ich nicht warum. Ja, also Leute, schaut euch mal den Skin an. Ist sozusagen so ein bisschen, ja, man kann sagen, es ist ein Verwandter von der Deagle Place. Hat eben hier oben noch diese Striche. Gibt es eben auch in viel Tested und so weiter und so fort. Das gibt es bei der Blaze nicht und hat eben eine bisschen andere Farbkombination, aber sonst ist es praktisch gesehen der gleiche Skin. Der Skin kostet derzeit immer auf dem Markt 1,40 € und 1,40 € für diesen geilen Skin. Ja, da kann man wirklich nichts sagen. Ja, bevor ich jetzt hier, wie gesagt, diesen Verwandten kauft, die Deagle Blaze, ich zeige es euch jetzt hier mal in-game, für diesen Skin zahlt ihr 60 Euro. Da kauft wirklich diesen Skin für 2 Euro. Wirklich mega sick. Der Skin, ich verstehe immer nicht, warum der Blue ist, das ist aber ein anderes Thema natürlich. Oh ja, wenn ihr jetzt sagt, okay, ich habe vielleicht noch ein bisschen mehr Geld drauf, 1,40 gibt sie auch in FFN, ja, in Factory New gibt es natürlich, ja, kostet ein bisschen über 2 Euro, aber für die Leute, die das Geld haben, kann sie dann auch gerne, ja, die Oxide Blaze für über 2 Euro in FN kaufen. Wie gesagt, da mit dem Skin kann man wirklich nichts falsch machen. Und ja, ich würde sagen, das war es heute mit dem kleinen Ranking. Ja, ne, ich habe mein Bestes gegeben, wie gesagt, es kann gut sein, dass ihr das Ranking anschaut und denkt, der Skin, der passt jetzt aber nicht mehr, ah, nee, der trifft nicht so meinen Geschmack und so weiter und so fort. Ist natürlich komplett menschlich, ja, jeder hat andere Geschmäcker und so weiter und so fort. Aber ich habe mal versucht, sozusagen für jeden was reinzubringen. Könnt mal gerne auch noch weitere Skins reinschicken, ja, in die Kommentare reinschreiben und so weiter und so fort. Vielleicht seid ihr in der nächsten Folge. Bis dahin würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute, haut rein, ciao.